Hier wäre es interessant, weiterzukommen, gell? Hier durch. Ah, dahinter kommen wir noch ein Stück. Das wird die Raststätte gewesen sein. Hm? Jetzt komm. Ah, geht's schon los mit Spinnweben. Kannst vergessen, da gehe ich. Oh, da war eine Fledermaus oder irgendwas. Servus, meine Freunde. Wir sind hier am alten verlassenen Bahnhof. Das sieht schon mal ganz cool aus, auf jeden Fall der erste Eindruck. Ja, was soll ich euch weiter sagen? Wir schauen uns jetzt hier um. Ziemlich groß. Ziemlich groß. Wir schauen mal, was diese Grenze. Vor allen Dingen gibt es hier noch diese alten Schalter, die es früher gab. Zeig sie doch mal. Kennt ihr das noch? Hier steht jetzt auch noch geschlossen. Und da hat man hier sein Kleingeld rein, wenn offen war. Und dann hier hat man gewechselt. Und dann hat man das Wechselgeld gekriegt. Sehr cool, sehr cool. Würde ich sagen, wir beginnen die Tour mit dem alten Bahnhof. Ich mache das Licht mal ein bisschen. Okay. Der Boden. Nicht mehr schön. Nicht mehr schön. Strom. Hier bewegt sich nichts. Hier brummt auch nichts, also gibt es hier keinen Strom. So. Das ist ein leerer Raum. Ja. Wir müssen auf jeden Fall mal. Hier war eine Papierlage. Ja, gehen wir mal rein. Bisschen mit dem Licht gucken. Hier draußen ist die Straße quasi. Ich denke mal, hier gab es vielleicht noch eine Gaststätte, die man sich angucken kann. Auf jeden Fall große Räume, auf jeden Fall. Riesig. Ich lasse Christian jetzt mal ein Stück vor. Aber wir kommen noch nicht weiter rüber. Der Raum ist verpachtet. Okay. Hier wäre es interessant weiterzukommen, gell? Hier durch. Das ist. Ah, dahinter kommen wir noch ein Stück. Das wird die Raststätte gewesen sein. Hm? Vielleicht kommen wir von oben. Aber jetzt gucken wir uns mal nach dem Keller. Keller sind immer geil. Und hier gibt es einen schönen Keller. Hier gehen wir mal runter. Oh, es riecht wieder so schön am Keller. Es ist wieder so weit. Ich rieche das so gern. Geht's weiter? Hier geht's nicht weiter. Ist das Halle? Nein. Schade, ich hab gedacht, irgendwie durch den Keller oder sowas. Nee, es ist halt eben hier Schluss. Aber der alte Ofen. Da machst du mal Bilder. Mhm. Mal hier ist ja was zugemacht, guck mal. Ja, hier wird es runtergekommen. Da denke ich auch. Der Ofen ist geil. So, gehen wir mal. Gehen wir mal hoch. Ja, vielleicht können wir oben dann rüberlaufen. Schönes Oldschool-Bad, mega. Ja, hier geht's doch schon mal rüber. Cool. Wow. Bahnhof, wir haben immer was, gell? Zweite Bahnhof, das ist schon klar. Ja. Aber alles leer. Hier nochmal der Ofen. Treppenbahnseite, Küche, Untermieter, Bodenkammer. Also über den Dachboden versuchen wir jetzt auf die andere Seite zu kommen. Geht's schon los mit Spinnweben. Ja, man kommt drüber. Sicherlich durch das Fenster hier. Kannst vergessen, da geht. Da war eine Fledermaus oder irgendwas. Oh, da gehe ich nicht rein. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Die ist hier genau an mir hier vorbei. Weißt du? Alter. Vielleicht sieht man die im Video, ich weiß es nicht. Oh krass, dieses doofe Viech. Ich habe mich immer sehr erschrocken. Was wir machen, wir können noch mal runtergehen und uns die Technik noch mal angucken. Ja, wir kommen definitiv nicht weiter rüber. Oder um den Bahnhof rausgehen und noch mal rumlaufen. Und vielleicht noch einmal einen Eingang finden. Hier sind wir auf jeden Fall noch mal. Das, was Christian mir gezeigt hat. Guten Tag, guten Tag. Einfach Fahrscheine bitte. Paketannahme. Eingang. Die ganzen Mülleimer. Dann wieder hier durch. Also würde ich sagen, draußen noch mal gucken, wa? Das ist das Stellregelwerk hier oder Stellding so. Nee, was ist das? Ich denke mal.
Wir haben so irgendwas gesteuert. Das ist ein Tresor, guck mal. Steht ein Tresor oder ein Schrank? Tresor, gell? Mhm. Aber aus Holz, oder? Nee, das ist kein Tresor. Ganz leicht. Könnte, hätte man gedacht, gell? Schlüssel, Feuertisch, Getränkeschrank. So, also doch noch mal eine Runde laufen und schauen. Okay. Habe ich vorhin beim Reingehen gesehen, aber da ist noch nicht so richtig was mit anzufangen. Rettungskisten oder Schublade decken. Zwei und drei Schublade Krankentrage. Ja, wenn mir jetzt noch einer erklären kann, was das hier für Gizmos sind überall. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir mal hier raus. Oh, ich muss mal aufpassen, dass man sich nicht den Boden abschneidet. Oh. Und hier geht es nicht weiter. So, aber hier ist noch ein Keller. Warte mal auf Christian, weil hier so ein Koffer steht. Werde ich hier auf keinen Fall weiter alleine laufen. Hier warte ich aber auf dich, weil wir sind immer zu zweit. Das ist unheimlich, weil hier sind so Sachen von Menschen, die sich hier was zurechtgelegt hätten könnten. Schade. Geht auch nicht weiter. Ja, also Projekt Bahnhof. Wir haben gedacht, es geht ja doch noch weiter. Ja, machen wir ein Foto mit den ganzen Spinnweben, das ist cool. Selber gewesen sein, nehme ich an, da ging es mal rein. Ja. Da ist jetzt noch die Kneipe. Die fährt. Das ist der große Raum, den wir gesehen haben. Und hinten drin wird die Küche gewesen sein. Na gut, ihr Lieben. Ja, das war der kleine verlassene Bahnhof. Wir hatten gedacht, wir kommen eigentlich weiter. Aber dem ist nicht so. Deshalb, wir machen ja nichts auf oder so. Deshalb werden wir jetzt das abbrechen. Da kommt man leider nicht rein. Das war echt ein kurzes Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo hinterlassen. Und wichtig, aktiviert kurz die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns noch ein bisschen auf Tour. Bis dahin, auf morgen, bis Wiedersehen. Ciao.